herzlich willkommen zurück zu mir auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und heute ist es soweit. Ich habe euch vor zwei Parts bei meiner Granny's Past to Future Reihe gefragt, ob ihr Lust habt, ein paar Kätzchen zu erstellen, beziehungsweise eine Katze für die Spielgefährten oder den Spielgefährte für unsere Noodles. Und das habe ich als Community-Projekt gestartet unter dem Hashtag Maisie's Kitty. Und ich habe die letzten Tage schon mal geschaut, ob da überhaupt jemand was erstellt hat, weil ich dachte mir so, vielleicht, wenn da so ein, zwei Katzen dabei sind, dann freue ich mich schon mega, aber holy moly. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube, es sind fast an die 20 Katzen, die ihr erstellt habt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da entscheiden soll. Am liebsten würde ich alle ins Gameplay mit reinnehmen, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Erst einmal vielen, 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 vielen Dank dafür. Das ist echt heftig und überwältigt mich. Und ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe nur, ihr seid mir nicht böse, wenn es eure Katze nicht wird. Ich würde am liebsten alle Katzen irgendwie mit einbinden. Wie ich das zukünftig anstellen werde, weiß ich nicht. Aber ich versuche nach und nach die Katzen in den verschiedenen Haushalten alle zu platzieren, weil sie sind alle so zuckersüß. Und ja, aber bevor ich jetzt ja einfach weiter lange laber. Starten wir einfach mal ins Spiel rein und dann zeige ich euch mal, was alles erstellt wurde. So, hier sind wir auch schon. Ich bin schon mal in die Galerie gegangen, habe unter den Hashtag Maisie's Kitty nachgeschaut und habe schon mal gefiltert nach am beliebtesten und benutzerdefinierte Inhalte, weil ab und zu speichert ja die Galerie das als Benutzer definiert. Und wir fangen hier unten einfach mal an. Von der lieben Silly 669 haben wir einmal Cat. Ich hatte euch ja gebeten, ein bisschen Text noch dazu zu schreiben. Mal gucken, ob ich alle vorlese oder nicht. Aber hier haben wir schon mal eine kleine süße Cat. Tofu Cat heißt sie. Dieses Schmuckstück hatte es bei ihrer ersten Familie gerade nicht gerade leicht. Die Kinder sind nicht mit ihr sanft umgegangen. Sie ist auf der Suche nach einer neuen Familie, die sie liebt, wie sie ist. Beim Erstellen wurde mir keine Modifikation angezeigt, erst beim Herunterladen. Ich hoffe, das fehlt dem an nichts. Oh, sie sieht ein bisschen ängstlich aus, die kleine süße Maus. Und sie sieht ein bisschen aus, als ob sie hier ein Halstuch trägt. Aber das sind, glaube ich, Farbapplikationen. Süßes Kätzchen. Dann gehen wir weiter. Haben wir hier von Anitini den Kobo. Kobo war ein Weihnachtsgeschenk für ein verwöhntes Kind. Als er erwachsen wurde, verlor es das Interesse an dem Kater und wollte sich auch nicht mehr um ihn kümmern. Hat ihn eines Abends in die Tasche gestopft, sich rausgeschlichen und in einen entfernten Wald ausgesetzt. Er konnte sich aus der Tasche befreien und sucht jetzt ein neues Zuhause mit liebevollen Spielgefährten und Bewohnern. Oh Mann, ich will sie alle nehmen, wenn ihr so traurige Geschichten schreibt. Warum? Da habe ich total das schlechte Gewissen, dass wenn... Weiter geht's. Oh, hier haben wir gleich 7 Katzen. Aber da fällt es mir noch schwerer, mich zu entscheiden. Vielen Dank erstmal dafür an Nini7263. Super viel Arbeit geleistet. Vielen, vielen Dank. Sie sind Zucker. Aber ich schaue erstmal weiter. Sie kriegen natürlich alle im Nachhinein alle ein Herz von mir, aber erstmal werde ich meine favorisieren und dann im Nachgang kriegen alle ein Herz von mir. Hier haben wir Cheesy. Cheesy ist auch ein geiler Name. Oh, wie sie guckt. Guck mal, wie flauschig sie ist. Cheesy. Das ist Cheesy. Er ist sehr neugierig, weswegen er auch eine Narbe an der linken Vorderpfote hat, die aber schon gut verheilt ist. Er hat sich, als er jung war, in einer Tür eingeklemmt. Das junge Paar, welchem er gehört hat, hat ihn schon früh ins Tierheim gebracht, weil sie zu viele Katzen hatten. Dann wurde er von einem Senior adoptiert. Der verstarb aber leider vor einem halben Jahr. Jetzt wartet er immer noch auf die perfekte Familie. Er hofft, er findet sie bald. Oh, Cheesy ist süß. Cheesy kriegt schon mal ein Herzchen. Dann haben wir hier von Flex4322 den Barry. Das ist Barry. Barry war einst ein Kater einer wohlhabenden Familie, doch leider war es ihm nicht vergönnt, dort zu bleiben. Seine Besitzerin erwartet ein Baby und es wurde ihr nahegelegt, sich von ihrem Kater zu trennen. Daher gaben sie ihn schweren Herzens ab. Nun wartet Barry auf eine neue Familie, die ihn in ein liebevolles Haus aufnimmt und sich um ihn kümmert. Oh, Barry ist auch süß. Dann haben wir hier von Elpux Steffens. Oh, die ist auch süß. Ein Weibchen ist das. Das ist für Sims Arrow. Vielen, vielen Dank. Mega cute. Oh, von einfach Aggie.
Knödel ist auch geil. Knödel ist auch süß. Miau, ich bin Knödel und bin als kleines Kätzchen durch den Wald gezogen. Im Grunde habe ich noch zwei Geschwister. Ein Bruder, der genauso aussieht wie ich, und ein Schwesterchen, komplett in Schwarz. Was aus ihnen wurde, weiß ich leider nicht. Doch mit mich hat man eines Tages gefangen und ins Tierheim gebracht. Ich hoffe, dass ich bald ein liebevolles und warmes Zuhause bekomme. Oh Mann, Knödel kriegt auf jeden Fall auch schon mal ein Herzchen. Damit ich mir das merken kann. Hier haben wir von Snowflake 1981. Das ist Josie. Oh, Josie ist auch süß. Schwarz mit einem kleinen Zeichen hier oben. Erinnert mich ein bisschen an Luna von Sailor Moon. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Josie. Dann haben wir vom Mondblatt 25 Sprinkles. Sprinkles ist auch ein geiler Name. Das ist Sprinkles. Sprinkles wuchs als Streunerin auf und lebte zusammen mit ihrer Mutter, welche jedoch schon früh gestorben ist. Seitdem musste sie sich alleine durch das Leben kämpfen, was auch einige Spuren auf ihr zurückgelassen hat. Eines Tages lief sie durch Maisys Garten, wo sie von ihr entdeckt wurde. Maisy schloss sie sofort ins Herz und beschloss, Sprinkles zu behalten. Sprinkles ist auch ein Weibchen. Dann haben wir hier von der Fiedchen Mrs. Potts oder Mr. Potts. Oh holy, wie viel Text ist das? Oh, Mr. Potts wurde durch seine Familie gekauft. Oh, ich habe mir jetzt mal so alleine die Geschichte durchgelesen. Super süß mit dem Pullover, dass das nicht ausziehen will. Aber ich glaube, das würde das Rahmen meines Videos sprengen, wenn ich jetzt hier alle den ganzen Text vorlese. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Mühe. Das ist der Wahnsinn. Sehr, sehr kreative Geschichte. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir von Karma 9798 Snacks. Snacks ist auch süß. Das ist Snacks. Snacks war einer der Kater von Maisys Tante Gerda, mit der Maisy nie Kontakt hatte, da sie sehr früh mit ihrer Familie ausgewandert ist. Gerda hat ihn damals aus einer Auffangstation in Spanien gerettet, als er noch ein Kitten war. Leider ist sie vor kurzem von uns gegangen und ihr einziger Sohn Nick hat eine Katzenhaarallergie. Um Snacks nicht ins Tierheim abzugeben zu müssen, kontaktiert er nun Maisy. Snacks sieht auch so, sieht auch, als ob er so kleine Plätzchen oder Kekse auf dem Rücken hat. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Cameron. Das heißt, glaube ich, richtig, oder? Karma 9798. Dann haben wir von Hanshi 2004. Oh, das ist Hugo. Hugo ist ja auch mega süß. Hugo ist ein kleiner Streuner, dessen Mutter gestorben ist. Seitdem hält er sich immer in der Nähe von den Menschen auf und bettelt nach Essen. Er lässt sich aber nur selten streicheln und baut schwer Vertrauen auf, weil er wegen der Menschen seinen Schweif verloren hat. Oh, ist voll süß. Wie viel ist mir schon öfters aufgefallen, dass ihr ganz viele Katzen mit zweifarbigen Augen macht. Mega cool. Das ist von Stabilo Tom Glubschi. Oh. Glubschi könnte die Hauptrolle in Ratatouille 2 spielen. Er sieht ein bisschen... Er ist mega süß. Die Kombination Katze und Maus, glaube ich, soll das sein. Mega süß. Ein wundervolles, süßes Kätzchen für die liebe Maisy. Oh, Glubschi ist schon ein bisschen süß. Vom Plumbaby. Vielen Dank. Oh mein Gott. Das ist Conny. Das ist die kleine Conny. Erstellt für Sims Arrow ohne CC. Oh mein Gott, wie süß. Dankeschön, liebe Bibi. Die kriegt auch ein Herzchen schon von mir. Ist mega süß. Oh, ich glaube, ich bin verliebt. Oh, ihr seid Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich mich hier entscheiden soll. Wirklich nicht. Das ist von Ashana 23570. Das ist Quentin. Eine Glückskatze für Sims Arrow. Der Farbenverlauf gefällt mir auch sehr gut. Also sehr kreativ. Eine mega schöne Katze. Vielen Dank dafür. Dann haben wir von Maya Silverstar die liebe Luna. Oh, die ist ja auch mega süß. Eine kleine Kitten. Luna ist ein Streunerkätzchen aus Windenburg. Sie schlägt sich seit einiger Zeit alleine durchs Leben, da sie ihre Mutter und ihr Bruder bei einem Gewittersturm aus den Augen verloren und seitdem nie wieder gesehen hat. Doch am liebsten wäre es ihr, wenn sie das Leben auf der Straße endlich hinter sich lassen und einen liebevollen Menschen finden könnte, der sie bei sich aufnimmt. Oh, Luna ist auch mega süß. Ihr seid gemein. Wie soll ich mich da entscheiden? Finjana 5. Das ist Biscuit. Biscuit hat bisher auf der Straße gelebt. Und Noodles war seine Freundin. Er vermisst sie so sehr, dass er sich auf die Suche macht und ihre Grußspur folgt. Eines Tages steht er da mitten, halb verhungert, vor Maisys Haus. Wird die alte Dame auch ihn aufnehmen? Info, mein YouTube-Name ist Tanja Bern. Also, ihr wisst es, YouTube-Name Tanja Bern. Wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, einfach mal reinschauen.
Vielen, vielen Dank dafür. Oh, Biscuit ist auch mega süß. Big Boss Tee. Dankeschön, liebe Big Boss. Oh, ist auch mega süß. Lucifer, den Namen finde ich schon mal mega. Lucifer ist ein junger Streuner, der seine Nase gern überall reinsteckt, als er auf seinen Erkundungstouren auf Maisie trifft und neugierig gleich das Grundstück abcheckt. Fühlt er sich dort direkt super wohl. Man sah ihn immer häufiger bei Maisie und mit Noodles freundete er sich schnell an, weshalb er schließlich einfach zur Familie gezählt wurde. Oh, Lucifer ist auch mega süß. Dankeschön. Dann haben wir von It's Unique 80s, meine CC-Dealerin. Manch einer kennt sie vielleicht schon. Ich verlinke ihr Instagram unten in der Infobox. Hier haben wir Winston. Hey, hier kommt Winston. Maisie's Kitty, Sims Arrow, Hashtag Nookie. Die kleine Schnarchnase ist gerissen, wodurch er es liebt, wenn man mit ihm spricht oder ihm zuhört. Ebenso ist er aber freundlich und weiß die Nähe seiner Besitzer zu schätzen. Also schön lieb sein zu einem meiner Generation Kätzchen. Er liegt mir sehr am Herzen. Oh, dankeschön, Niki. Er ist mega süß. Kriegt auch ein Herz. Und dann haben wir hier von Vampy Sims, das ist Kira. Junges Kätzchen sucht ein liebevolles Zuhause und einen Spielgefährten. Oh, die ist auch mega süß. Kriegt auch ein Herzchen. Was mache ich denn jetzt? Sie sind alle so süß. Ich glaube... Ich habe Angst, dass ihr so böse auf mich seid. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, alle die, die ich mit dem Herzen versehen habe, die werde ich erstmal downloaden. Und dann werde ich sie, denke ich, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, erstmal mit zu Maisie stecken, mal gucken, wie viele ich reinkriege. Und dann schauen wir sie uns nochmal im Detail an und dann entscheide ich mich. Also bis gleich. So, hier sind wir nun in der Galerie in meinem Haushalt bei unserer lieben Maisie und der lieben Noodles und Talia. Ich habe die 5 Katzen schon präsentiert, also beziehungsweise den Haushalt hinzugefügt und wir schauen, am liebsten würde ich wirklich alle Katzen nehmen. Es fällt mir wirklich unheimlich schwer, ich hätte das nicht gedacht, dieses Community-Projekt ist echt hart. Aber wir müssen uns entscheiden und wir schauen uns jetzt einfach mal die Katzen nochmal im Detail an, ein bisschen näher. Und die haben wir von, nicht wundern, ich gucke runter, weil ich habe mir aufgeschrieben, von wem welche Katze war. Von Vampy Sims haben wir die liebe Kira. Sie ist noch eine Kitten. Oh Gott, ist sie süß. Mega süß. Sie ist ein Weibchen, hat auch 2 verschiedene Augenfarben. Und sie ist munter, freundlich und verspielt. Süß. Süßes Kätzchen. Dann haben wir hier Winston von der lieben It's Unique. Hat auch 2 verschiedene Augenfarben, hat auch ein ganz tolles Fell. Ganz außergewöhnlich, gefällt mir mega gut. Und sie ist freundlich, faul, gerissen. Beschreibst du mich? Nein, Quatsch. Dann haben wir hier von Einfach Agi, der liebe Knödel hat. Ist auch eine ganz tolle Katze. Eine der wenigen, die gleiche Augenfarben hat. Und oh, ich liebe diese Katzen. Bengalenkatzen sind wirklich wunderschöne Katzen. Sie ist scheu, faul und anhänglich. Dann haben wir hier von Black Wolf White Tea. Den lieben Cheesy. Cheesy ist ein bisschen mopsig, aber sowas liebe ich. Die Karte meiner besten Freundin ist nämlich auch mopsig und wir sind beide so. Wir lieben uns, ich liebe ihn. Mopsige Katzen und wuschelige Katzen sind die besten Katzen, die es gibt, weil sie sind einfach schön und süß und knuddelig. Cheesy hat auch 2 Unterschiede. Ich finde den Namen auch einfach geil. Cheesy. Cheesy ist einfach wirklich mega geil. Hat auch 2 unterschiedliche Augenfarben. Einmal in blau und bernsteinfarben. Cheesy ist munter, neugierig und flauschig. Ja, das ist er wirklich. Mega süß. Und zu guter Letzt haben wir hier unseren kleinen Conny Pixels. Er ist einfach so süß mit seinen Schlappohren, mit seinen 2 Augen. Er sieht aus wie ein kleiner Gremlin. Er ist einfach wirklich mega, mega süß. Er ist anhänglich, verspielt
und freundlich. Das ist der liebe oder die liebe Conny. Ich komme mir vor wie bei Germany's Next Catmodel, dass ich jetzt, ich habe heute leider kein Leckerli für dich. Es tut mir leid, also ich hoffe wirklich, ihr seid nicht sauer, dass ich eure Katze nicht genommen habe. Ich werde versuchen, die Katzen irgendwie in andere Gameplays, die geplant sind oder zukünftig auch in diesem oder sonst irgendwie mit einzubinden. Aber ich muss gestehen, seitdem ich in die Galerie geguckt habe, heute Vormittag schon, schlägt ein Herz für eine Katze besonders, weil ich sie einfach süß finde. Sie ist einfach nur mega, mega süß. Die Augen haben es mir angetan, die Ohren haben es mir angetan. Es ist Conny. Conny wird zu Familie Redbird, zu Maisie und Talia und zu Noodles einziehen. Das Einzige, was ich nur machen werde, Noodles ist ein Weibchen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich werde ihn zu einem Männchen machen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber Conny ist es geworden. Schaut ihn euch an. Er hat so einen süßen Blick. Dieses leicht schielende Auge, diese großen Ohren. Ich liebe einfach dieses Markante an ihm. Er ist einfach ein kleiner, süßer Gremlin. Und deswegen hat er mein Herz im Sturm erobert. Ich denke, Talia und Maisies Herz und vor allen Dingen Noodles Herz wird er auch im Sturm erobern. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mitgemacht hat. Bibi, herzlichen Glückwunsch. Auch deinen Kanal verlinke ich unten in der Infobox. Sollten nachträglich irgendwelche YouTuber sein und ich habe es vergessen, irgendwelche Links zu verlinken, schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir eure Accounts in die Kommentare, weil so werde ich sie dann auch nochmal verlinken. Ich finde, jeder hat das Recht, dass er verlinkt werden kann für eure Mühe, die ihr euch gemacht habt. Ich bedanke euch vom ganzen Herzen. Es ist super viel. Küsse gehen raus an euch. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Herzlichen Glückwunsch an Bibi. Das war mein erstes Community-Projekt. Ich kann es einfach nicht glauben, dass so viele Leute mitgemacht haben. Weitere sind definitiv geplant. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt in den Kommentaren unten, wie es euch gefallen hat, wie euch meine Entscheidung gefallen hat. Was ihr zu Conny sagt, zu unser Conny Pixels. Ich flippe aus, dass er jetzt einziehen wird. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schaut auf jeden Fall bei der Bibi vorbei und bei jedem anderen, der mitgemacht hat. Und checkt mal deren Kanäle aus. Lasst ein Abo da nach oben, auch einen Daumen nach oben. Verteilt einfach Liebe an alle anderen. Und vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Lasst es